Hallo und herzlich willkommen hier zu Spiele aus meiner Kindheit mit mir dem Ingo Viva und hier haben wir Hitman Contracts und das war ein Spiel, was ich mit unter anderem, ja, normalerweise auch Hitman 2, Silent Assassins, aber das habe ich irgendwie nicht zum Laufen bekommen, aufnehmen, laufen schon, aber nicht zum Aufnehmen und dachte ich mir, komm, dann zeigst du halt deinen Nachfolger sozusagen. Und diesen Teil habe ich jetzt nicht ganz so intensiv gespielt wie den anderen. Da war ich auch schon ein bisschen älter, muss ich sagen. Also wie gesagt, den habe ich jetzt nicht mit 14, 15 gespielt, sondern glaube ich erst mit 16, 17. Aber ist trotzdem Kindheit, ja Jugend. Eigentlich müsste man Jugend sagen. Eigentlich Spiel aus meiner Jugend, weil Kindheit... Ja. Ach, ich nenne es trotzdem so. Scheiß drauf. Okay, gut. Das ist wieder, wie gesagt, ist halt Hitman, ja. Und wir starten einfach mal. Oh, sollen wir Training machen? Ne, komm. Kann man nicht starten? Doch, man kann starten. Auf normal. Wissen müssen. Ich habe meinen eigenen Sohn nicht erkannt. Du hast mir das Herz gebrochen, mein Sohn. Was für ein Motherfucker auf eine Art, Hitman, ey. Tötet seinen eigenen Schöpfer, würde ich mal sagen. Romania. 2000. Okay, Einsatzschatz ist verändert. B drücken. Okay, fliehen Sie aus dem Sanatorium. Gut, das machen wir doch gerne. Tür öffnen. Aktion. Ah, okay. Aktion und Reaktion. Die Karte hilft Ihnen, den Weg zu finden. So. Oh, wir haben eine Spur des Chaos verursacht. Würde ich mal so sagen. Warum geht das denn nicht? Okay, ein bisschen sehr komisch. Gut, okay. Das ist das Labor. Denk mal, da wurden wir gezüchtet. Und so beginnt das Spiel, ja. Wir haben jetzt hier richtig Kacke gemacht. Tür öffnen. Nehmen und Pistolenmunition nehmen. Kann ich entschießen? What the fuck? Warte, ich mal kurz. Das ist natürlich jetzt peinlich. Ich kann hier, ich kann zwar Dings, aber ich kann nichts drücken. What the fuck? Hallo? Ist ja mal nice. Ich kann hier echt nichts nehmen. Okay. Hä? Sie können diese Munition halt nicht tragen. Tür ist abgesperrt. Gibt es noch eine andere Tür? Da ist noch eine andere Tür. Wir sind hier in so einem komischen Krankenhaus. Also Sanatorium halt. Verrückten Lager. Moinsen. Kann ich den eigentlich töten? Warum kann ich denn nicht schießen? Guck mal, umgucken kann ich mich, aber ich kann nicht schießen mit meiner Maus. Ob das nicht ein Problem wird gleich noch im Spiel? Könnte sein. Alter Vater. Und die Grafik, wie gesagt, klar. Ist halt nicht mehr die beste, ja. Aber es hat einfach Charme, das Ganze. Und ich muss sagen, es ist bockig schwer, ja. Ich habe an Teil 2 und Teil jetzt Teil 3. Wie gesagt, habe ich jetzt, glaube ich, habe ich das ganz durchgespielt? Ich glaube nicht. Da habe ich so lange dran gesessen. Das glaubst du gar nicht. Also das hat echt ganz lange gedauert. Okay.
Moinsen. Huhu, hier bin ich. So. Es ist ein bisschen scheiße, ey, dass ich hier nicht... Wie gesagt, ich kann zwar mich umgucken, aber ich kann nicht schießen. Gibt es irgendeine Schießtaste? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, älter halt, ne? Warte mal, müssen wir da lang? Kurz gucken. Ja, wir müssen zum Aufzug, ja. Und man dachte natürlich früher, ganz ehrlich, was eine geile Mission. Oder so. Ja. Es hat Spaß gemacht, es war... ich kann nicht. Achtung, hier spricht Kommandant Bilou. Ich bin der Befehlshaber der rumänischen Spezialeinheiten. Das ist ja echt dreckig, ey. Dass ich hier nicht... Noch ist es nicht zu spät. Ich garantiere für Ihre Sicherheit. Ja, 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 ja. Wenn ich nicht schießen kann, was soll ich denn machen? Leck mir den Arsch, Alter. Und ich bin gleich tot. Scheiße. Hä, warum kann ich denn nicht? Das ist ein bisschen komisch. Guck. What the fuck? Okay. Mission neu starten. Okay, das haben wir uns ja schon angeguckt. What the fuck? So, jetzt aber. Komm. Ja, ist das mal krank, ey. Das ist ja egal. Hier ist einfach nur Dings. Aber es kann doch nicht sein, dass es daran liegt. Schnell umgucken. Aber ich kann nicht schießen. Also ich guck mal kurz, auf welcher Taste schießt, weil es ist auch gar nicht konfiguriert. Tastenbelegung. Ich würde ja auch gerne hier hoch. Danke. Okay, schießen. Linke Maustaste. Was ist das denn? Mach ich mal Umschalttaste. Komm, scheiß drauf. Ah, nee, laufen. Laufen ist Umschalttaste. Schießen. Das gibt's doch nicht. Leertaste? Schleichen. Brauche ich nicht. Okay. Und Inventar rechte Maustaste kann ich auch nicht öffnen. Dann mache ich mal das I. Das kennen wir noch von früher. Okay, wollen wir mal kurz gucken. Na gut. Ist doch schon mal besser. So, jetzt können wir wenigstens auch ein bisschen schießen. Open the door, please. Da lang. Da lang mussten wir her. Jetzt mal wieder hier. Das noch finden. Jetzt können wir es auch schießen. Jetzt können wir auch wirklich schießen. Können wir uns auch schon so umziehen? Ging das noch? Ich kann mich hier nicht mehr so Kleidung nehmen, da. Haha, ich bin jetzt genauso angezogen. So, die Spielsachen schießen auf jede bewaffnete Person. Ah, okay. Das ist ja gut, wenn wir nicht bewaffnet werden würden, ja? Theoretisch. Ja, das ist halt... Ist schwierig. Oh ne, da müssen wir lang. Ja, die kommen ja jetzt gleich erst. Dann müssen wir den Ausgang finden, ja. Und jetzt, wie gesagt, atmosphärisch, hammer nice. Ich weiß natürlich nicht,
Wo müssen wir hin? Ja, wir müssen da lang. Wir müssen in den Aufzug rein, ja. Nützt alles nix. Los. Los, gehen Sie rein. Finden Sie den. Den Typen. Aufzufahren. Speichern. Genau, das ist ja noch immer noch die Sache. Achso, Entschuldigung. Das ist, was es ja halt, was früher halt nicht war, ja. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wo muss ich... Okay, da sind die Typen. Achtung, am besten. Hier spricht Kommandant Bilou. Ich bin der Befehlshaber der rumänischen Spezialeinheiten. Ich gehe da lang. Ich muss ja raus. Ich muss am besten eigentlich einen, so einen Spezialtypen, muss ich töten. Noch ist es nicht zu spät. Ich garantiere für Ihre Sicherheit. Das ist ja mal pervers, Alter. Die stehen ja genau da am Eingang. Weil ich würde mir gerne die Wache wegsnacken. Jetzt hauen die Sie wieder. Haben keine Chance. Kommen Sie raus oder ich lasse das Gebäude stürmen. Warte mal. Da ist ja einer. Warte mal, durch die Tür, Oh, es ist Licht, Licht im Flur, genau, der Typ. Oh, das ist die letzte Warnung. Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus, sonst kann ich für nichts garantieren. Mal gucken, schießen die auf mich? Ihr kleinen Lappen, ey. So, wo ist das Exit? Exit ist hier am Rand. Im Auto. Wollen wir im Auto fahren? Hä? What? Los. Alpha-Team, bitte kommen. Wie ist Ihr Status? Sie brauchen den Autoschlüssel? Alpha-Team. Schießen die auf mich? Nee, okay, ich kann noch mal reingehen. Tarnung ist aufgeflogen, aber wo war denn der Autoschlüssel? Wo ist der Autoschlüssel bei wem? Warte mal. Weil das ist das Ausrufezeichen, da gehen wir da mal hin in die Zelle, aber in die Zelle. Kann das sein? Da ist ein grünes Licht, ist offen. Das ist einfach nur meine Zelle. Aber wo ist denn der Autoschlüssel? Ich muss doch fliehen können. Bravo-Team, bitte kommen. Wie ist Ihr Status? Ihr Bravo-Team, haben keinen Sichtkontakt. Ja, weil ich wieder weg bin. Weil ich klug bin. Das ist gar kein Medikit. Okay, ich muss mal hier ein bisschen... Sind alle tot? Oh. Wir greifen an. Zielperson bewegt sich. Nehmen Verfolgung auf. War da nicht gerade Autoschlüssel nehmen? Wir greifen an! Wo er liegt!
Okay, noch zwei Leute. Okay, er haut eh ab. Kein Bock mehr gehabt, mit mir zu kämpfen. Nein! Ich will doch die Waffe nehmen. Aber hier war doch irgendwo... Tür schließen? Natürlich die Frage, wer... Bitte kommen. Wie ist Ihr Status? Wer verflucht nochmal hat diesen scheiß Autoschlüssel, ja? Kurz gucken. Da lebt auch noch einer da unten, da. Wir greifen an. So. Jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken. Durch die Tür durch. Achso, draußen. Oh, oh. Alter. Du bist auch ein kleiner Motherfucker jetzt gewesen. Aber wo ist der Autoschlüssel? Charlie Team, bitte kommen. Wie ist Ihr Status? Hier Charlie Team, haben keinen Sichtkontakt. Auch wieder tot. Gut, so sollte man das Spiel eigentlich nicht durchspielen. Aber ich weiß nicht, wo der Autoschlüssel ist. Das ist schon so lange her. Also ich habe wirklich keine Ahnung. Wo bin ich denn überhaupt hier? Jetzt bin ich hier oberhalb, okay. Ist halt die Frage. Wo ist er? Ja. Wo ist... Stehen die da? Ja. Kurz gucken. Sind sie wieder weg. Alpha Team, bitte kommen. Wie ist Ihr Status? What the fuck? Wir greifen an. Zielperson bewegt sich. Nehmen Verfolgung auf. Ich gucke jetzt mal durch alle Türen. Okay. Hier nicht. Hä? Ich verstehe das nicht. Wo soll denn da der Schlüssel bitte sein? Wir können auch mal hier hochlaufen, aber... Ich weiß nicht, ob er was bringt. Okay, ist auf jeden Fall nur Massaker gewesen. Bravo-Team, bitte kommen. Wie ist Ihr Status? Leben denn noch immer noch welche? Ach, da unten. Der sieht mich nicht her. Nice. Spring. Wie gesagt, du kannst ruhig, wenn du möchtest, kannst du ruhig springen. Ne? Dich hält keiner auf. Ich schon mal gar nicht. Egal, das... Alter. Okay, noch weiter runter. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Warte mal. B. So. Ja, nicht erledigt. Klar, wir müssen jetzt einen Ausgang finden, aber... Tut mir auch leid, aber wenn hier keiner ist, was soll ich denn da machen, ey? Kurz gucken. Da ist schon einer. Hat der einen Autoschlüssel mehr? Jo. Ich laufe durch das Gebäude. Mach voll den Amoklauf hier, ey. Und er? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Hätte ich einfach mal den Typen normal getötet. Natürlich ist volle keine Aggression, ja. Richtig heftig gewesen. Okay, Einsatzstatus. Okay. Eliminieren Sie den Fleischkönig.
Eliminieren Sie den Anwalt Andrei Paskus und retten Sie die Tochter und das Kunden und fliehen Sie aus dem Gebäude. Okay. Dann nehme ich aber erstmal die Kleidung von dem Metzger. Und dann schauen wir mal. Okay, und die Mission war echt übelst schwierig, weil man muss jetzt gucken, wie man in dieses, auf diese Party kommt, ja, auf dieser Metzger-Party. What the fuck, ich hab doch gar nichts gemacht! Ey, so geht das aber nicht. Ins Knie. Was ist das? Ne? Keine Ahnung. Irgendwie so ein schnelles Gewehr. Ihr kleinen Hunde, ey. Na du? Ah, komm. Zeig dich. Scheiße, ich will doch gar nicht hier töten. Ich will eigentlich schleichen. Aber wie gesagt, das seht ihr selber. Das Spiel ist nicht einfach mal machen und tun. Wie gesagt, da musste echt, und jetzt habe ich echt nicht verstanden, warum ich jetzt entdeckt worden bin. Tut mir leid. Aber wie gesagt, das ist mein Spiel, Kinderspiel gewesen, also Kindheitsspiel gewesen aus meiner Kindheit. Voll keinen Sinn, aber okay. Und das habe ich echt gerne gezockt. Wie gesagt, dann natürlich saß man da, hat man immer wieder gespeichert, weil ist auch so, man denkt ja auch nicht mehr so ganz darüber nach mit dem Speichern. Ja. Jetzt bin ich einmal eine Runde gelaufen. Sehr gut. Man denkt ja auch nicht mehr so ganz darüber nach, wie weit und wie lange ist man immer, wann speichert man, weil heutzutage ist ja so, Leben generiert sich wieder neu. Du brauchst also in dem Sinne gar nicht, du brauchst dich in dem Sinne gar nicht verstecken. Und aufpassen und speichern schon mal gar nicht, weil, warum? Lohnt sich doch gar nicht, ja. Und, wie gesagt, das ist halt noch, ich habe jetzt auf normal stehen. Wie gesagt, normalerweise kann man das Spiel auch sehr schön, kann man dieses Spiel auch sehr schön auf sehr schwer oder Experte spielen. Man wird halt schnell entdeckt, ja. So, jetzt komm, machen wir mal den King Louis, machen wir mal weg. Ja. Der ist ja hier vorne. King Louis, wo bist du? Wie die alle aufgeschreckt rumlaufen, ey. Komm, King Louis, wo bist du? What the fuck? Nicht von wo. So, King Louis ist tot. Da. Gott. Okay. Erledigt haben wir ihn. Also müssen wir den Anwalt. Bla 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 bla. Ja, aber wie gesagt, man sollte normalerweise schleichen. Also jetzt nicht wie ich rumlaufe, einfach nur schießen. Aber ich merke gerade, das geht voll gut eigentlich. Schläft er? Jetzt schläft er. Gut, da würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei Spiele aus meiner Kindheit mit mir, dem Ingo Viva. Und wie gesagt, hier Hitman Contracts gibt es bei Steam zu kaufen. Wie gesagt, auch Teil 2 und Teil 1 und Teil Blood Money und
Absolution und das neue, ganz neue Hitman und so. Und also ich finde, Hitman macht einfach übelstmäßig Spaß. Natürlich jetzt nicht mit dem Rumlaufen hier und alle töten. Obwohl, manchmal macht es auch Spaß, weil man braucht, man kann in dem Sinne einfach auch mal sagen, komm, weißt du was, jetzt nicht schleichen, einfach nur reingehen und alle wegnatzen. Aber wie gesagt, gut, das Spiel ab 18, ja, ganz wichtig. ja, wie gesagt, schaut es euch an. Ich würde sagen, euch einen schönen Tag noch, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.